Hallihallo, wieder willkommen bei der Gefallen Unity mit Pongo. Ja, und da sind wir wieder. Willkommen nochmal. Und wir laden gleich das Spiel. Wir hatten eine Suche in Sentinel im Schloss nach einem Lich, egal wie auch immer, der dort leben soll, unterirdisch und ganz versteckt, und sollen sozusagen seine Seele dem König der Würmer besorgen. Und wir gehen mal ins Spiel hinein. Und wollen dann hier auch gleich mal um die Ecke schauen. Sorgen immer für unsere Tarnung. Müssen mal schauen, wo wir jetzt hier hingeraten. Ja, wir haben nicht viele Gegenstände, die wir auslegen können. Als Wegmarken. Nur diese Rose, diese schwarze Rose. Okay. Das ist eine Neuerung. Ich habe ein Loot-Menü. Installiert. Ein Mod. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was es so alles kann. So stört es ja nur einfach ein bisschen mehr, aber wir können vielleicht dann auch Nutzen draus ziehen. Mal schauen. Hier ein Schacht. Ja, jetzt verzweigt sich das wieder so endlos. Folgen wir einfach hier mal dem Weg. Da war ein Dead End. Und hier, ja, da kriegen wir wieder was. Bemerken wir mal. Toten Enden, die nicht toten Enden, die wir noch nicht durchgecheckt haben.
Genau genommen, ja, richtig. Sind hier oben auch zwei. Und hier müssen wir uns jetzt für eins entscheiden. Wir gehen durchaus mal hier rechts um die Ecke. Legen dieses Teil aus. Was können wir hier auslegen? Pfeile oder Geld? Wir nehmen mal Pfeile. Ein Pfeil, da haben wir ja genug von. Warum gehen wir hier? Thank you.
So, endlich wieder mal viele Sachen, die wir auslegen können. So, und wir machen auch hier wieder eine Pause. Eine Pause in den Aufzeichnungen. Und wollen mal schauen, wie es dann nachher weitergeht. Ich suche hier noch ein bisschen rum, bis ich die entsprechenden Stellen gefunden habe. Sonst ist es zu uninteressant für den Zuschauer. Bis bald. So, jetzt bin ich hier an einer Stelle angekommen. Moment, ich... sorge noch für etwas Ausdauer. Und Versteck. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, dass das gegen den Gegner hilft, aber egal. Jetzt zeige ich mal, wo wir ungefähr sind. Hier sind die königlichen Säle. Wir sind hier reingegangen, hier entlang gegangen, hier um die Ecke und hier rein. Da geht es sogar noch weiter. Aber das interessiert erstmal nicht. Dann durch ein richtiges Ganggewirr. Mit vielen, vielen Abzweigungen. Hier sieht man es überall. Die kleinen Glitzerpunkte. Und letztlich bin ich dann immer noch mal hier entlang. Da ist auch noch ein Ende, was nicht erforscht ist. Letztlich bin ich dann sozusagen in diesen Gang gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob von da oder von hier. Hier hinten rein.
und habe jetzt diesen gewaltigen großen Schacht entdeckt. Hier ist noch ein kleiner Hebel. Am Boden. Und hier machen wir es von hier. Da ist eine Sperre. Ich überlege gerade. Magische Barriere. So. Das Problem bei der Geschichte ist, hier sind überall Ausgänge, die in gewisser Weise freigeschaltet werden müssen, weil dort überall magische Barrieren sind. Also, da hört man auch ein klein wenig dieses Zischen des Gegners. Den Aufzug hier habe ich mal außer Kraft gesetzt. Hier ist übrigens der Hebel. So, der Bodenhebel B1. H1, Hebel 1 für Barriere 1 und die Ursprungsstellung ist links. Wir legen den um. Wir können jetzt weiter nach oben klettern. Und wenn wir jetzt hier reingucken, hier war gerade eine Barriere, die haben wir durch den Hebel ausgeschaltet. Dann ist hier eine Barriere. Hier, hier, hier. Nur da drüben nicht.
Nennen wir diese Seite B0A, Barrierenseite Seite 0A. Barriere 0, Seite A. Und hier, das nennen wir Barriere 0, Seite B. Ja. Der einzige Weg, der weiterführt, ist dieser. Wir nennen es mal Ratespiel. Hat wieder mal geklappt. Da hört man vielleicht das Monster, was gemeint ist, vielleicht auch ein anderes, was ebenfalls hier untergebracht ist. So, jetzt machen wir hier mal Aufzug A2. Der geht auch bis hier oben. Da ist der Hebel dafür und hier ist ein Bodenhebel. Da sieht man ihn. H2. Da ist ein Geist. Aha. Man kann ihn treffen. Nicht, wenn er auf der rechten Seite ist. Anscheinend. Und da ist auch wieder ein Hebel. Bloß hier kommen wir nicht weiter.
Das heißt, wir müssen hier weiter. Dauert natürlich sehr lange. Ja. Und das ist ein ganzes Stück. Das ist der dritte Aufzug. Und da hinten ist ein Hebel. Uiuiui. Hebel 3. Links. Ja. Auch der ist links. Sollten wir noch dazu schreiben. Eine Ausgangsstellung. Das war der eine Hebel. Aufzug A4. Gucken wir noch mal, wie weit der hier nach oben reicht. Aha, alles klar.
A4. Aufzug A5. Und dort sehen wir auch diese Flaggen. Und ich nehme an, da müssen wir rein und müssen diese große Barriere hier im Raum beseitigen durch geschicktes Einstellen von Hebeln. Durch den Hebel. Sind diese beiden Barrieren aufgegangen? Ich markiere noch die ganzen Barrieren. Die nennen wir mal B1. H1 für B1. Eins, zwei, drei. Und nachdem wir diese schön markiert haben hier, machen wir für heute Schluss. Ja, wir machen Schluss. Und ich bedanke mich für die Geduld. Nächstes Mal lösen wir das Rätsel, nehmen hoffentlich den Lich gefangen und bringen ihn zum König der Würmer in die Dragontail Mountains. Okay, ich
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall wird das noch ein ganz kniffliges Rätselspiel. Bis dann. Tschüss.